Hey Leute, willkommen zurück zu Rules of Survival. Heute, also an meinem Aufnahmetag am 28.12. ist der Zombie-Modus erschienen, den ihr rechts unten im Hauptmenü auswählen könnt. Zwischen Rank Custom und Zombie-Modus. Man kann ihn sogar solo spielen. Bin ich gespannt, ob ich dann ein Team beigetreten werde, einfach so. Also irgendwo reingeworfen. Ich habe es noch nicht probiert, das ist mein erstes Mal jetzt mit euch. Aber zuerst, es gibt noch 7 Tage lang die Weihnachtskisten. Ich kann 2 öffnen. Und das werden wir erstmal tun, Leute. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Auf jeden Fall viele, viele neue Sachen. Und gleich nochmal, dann rüsten wir die aus und dann gehen wir ab in den Zombie-Modus. Ich habe jetzt, glaube ich, einiges doppelt. Wir gehen mal kurz uns ansehen. Leider keine Weihnachtsklamotten. Schade. Wo rüstet man aus? Ah, hier. Wir könnten einfach mal Female wechseln. Einfach das Prinzip. Und dann haben wir jetzt verschiedene Westen, die ziemlich cool sind. Wir werden mal die nehmen. Hosen, boah, Hosen ist schwer. Möchte die dazu passen? Ja, wir nehmen die. Der Rest ist noch gesperrt. Ja, Supply-Box. Ja. Haben wir nicht. Die Westen und so weiter. Okay, ja, nice. Sieht auf jeden Fall cool aus. Wir haben uns voll gepimpt, Leute. Nice, ich bin bereit für den Zombie-Modus. Übrigens, habt ihr auch Weihnachtskisten geöffnet? Habt ihr einen Weihnachtsskin bekommen? Schreibt mal rein. Oder muss man, Moment, habe ich da gerade, nein, habe ich nicht. Da links unten die Christmas-Tickets habe ich nicht bekommen. Okay, wir gehen mal in den Zombie-Modus Solo. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Solo-Zombie-Modus. Player 120. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert und so weiter im Solo. Und ob ich jetzt eine Gruppe beitrete. Ich bin gespannt. Und ihr habt es sicher schon getestet, den Modus. Denn das Video kommt für euch am nächsten Tag. Okay, wir sind alle noch. Ist jetzt nur einer ein Zombie? Da ist ein Zombie, oder? Du bist ein Zombie, oder? Das ist ein Zombie! Also eindeutig ein Zombie. Er guckt sich selber an. Der muss gekloppt werden. Das ist ein Zombie. Stirb! Sieht so aus, ja. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, habt ihr den Zombie-Modus schon getestet und wie gefällt er euch? Wie gesagt, ich werde es gleich zum ersten Mal erst erleben. Habe jetzt auch ein paar Tage keinen Rules of Survival gespielt, also. Sorry, wenn ich hart abkacken werde. Das ist ein Zombie, töte ihn! Es muss bluten, das muss so. Lustig, dass es rotes Blut ist. Ist nicht mal blau oder grün. Was sie cool sind, leuchteten Augen. Oh, nice. Okay. Oh, noch immer das Merry Christmas Weihnachtsflugzeug. Sehr schön. Wo springen wir hin? Und sind wir jetzt in einem Team? Ich check's noch immer nicht. Ist das jetzt ein Team? Oder jeder extra trotzdem? Jeder extra ist halt schon krass, ne? Also plötzlich so 50 Zombies gegen 50 Spieler oder 60 gegen 60. Boah, ich bin gerade so gespannt. Ich habe echt keine Ahnung. Sind jetzt noch die Hälfte im Flugzeug. Vielleicht springen wir hier hin? Ich spring mal raus. Ich bin noch hart mal überlegen, nämlich. Nach oben gucken, damit ihr weiter fliegt. Und wir wollen jetzt da runter. Durch die Wolken. Über den Wolken. Da. Runter hier, schnell Waffe suchen und dann Zombies töten. Njum. Sehr schön, direkt eine Waffe und eine Weste und einen Rucksack. Oh Gott. Hat ein geiler Scheiß. Wir haben nachgeladen. Sieht man jetzt irgendwas schon? Ne. Oh Gott, die Zone ist ja komplett im Arsch. Kann man schon bald loslaufen. Irgendwas vergessen hier? Ja. Aber die Tische hier sind, ist voll cool. Ein Apfelchen. Was ist das da? Rucksack, ein Holoset. Oder. Sterb ich da jetzt? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich schaff das. Aber ist das jetzt so, dass man nur gegen Zombies kämpft? Oder
Auch gegen normale Spieler. Das ist die Frage, ne? Tötet man jetzt nur Zombies oder auch Spieler? Wird von Spielen abgeschossen? Boah, ich bin echt gespannt, ne? Aber ich hänge am Mini-Zaun fest. Ich bin jetzt echt gespannt, ob es einen Spieler töten wird. Haben wir schon. Nehmen wir noch mit. Schießt man sich ja auch gegenseitig in der Zombie-Apokalypse weg? Das ist die Frage. Den nehmen wir auch mit. Einfach damit wir ein bisschen was zu wechseln haben. Das Nachladen so lange dauert. Smoke Grenade, machen wir mit. Sollte nicht ewig rumlooten. Nichts. Toll. Oh, ich bin echt gespannt, ne? Geh noch direkt mal durchs Wasser, würde ich sagen. Hui! Okay, geil. Hui! Ach, bin ich gespannt, ne? 75 Leben nur mehr? Heißt das jetzt, die Zombies wurden einfach brutal weggeknallt? Oder die Menschen? Hm. 71. Oh, das geht schnell, ne? Eieieiei. Wir sind noch kurz vor der Zone schon. Ist ja alles okay. Wir können mal die Zone-Mitte circa markieren, also da unten. Dann gehen wir noch ins Haus hier looten. Machen ein bisschen lauter bei mir. Hoffentlich kommt jetzt kein Zombie. Na, Zombie wäre okay, aber hoffentlich kein anderes Spiel, der mich abballert. Geht das? Oh, ich weiß nicht. Ein Apfel? Heilen, heilen. Mein Muni, sehr schön. Sniper Rifle. Ja, die Sniper mit und Muni. Shotgun. Ein Sniper. Noch Muni, die wir nicht brauchen. Da draußen noch was? Das? Nein. Ein Shotgun schon wieder. Oh, hier haben wir noch Muni. Ich sehe niemanden. Ich lebe nur noch 56? What the fuck passiert hier? Ich habe ein Motorrad. Große Frage ist noch immer, ne? Können Spieler uns töten? Werden Spieler uns töten? Wenn ich das Geheimnis schon mal wissen würde. Hat mir viel geholfen. Aber wie gesagt, ich will es mit euch entdecken. Alles allein zu machen ist ja langweilig. Kommen wir hoch? Easy, natürlich. Ab in die Zone erstmal. Die kommt nämlich in 36 Sekunden, wird sie schon kleiner. Es leben noch 50. Ich bin gespannt. In dem Spiel kann ich mir gut vorstellen, dass... Spieler und Zombies böse sind. Da drüben ist was rot markiert. Da gehen wir mal hin. Ist das ein Spieler? Muss ich jetzt abknallen oder nicht? Ah, ich habe so Angst, ich weiß nicht, ob ich Spieler abschießen muss. Oh, da sind Spieler gestorben. So kann ich jetzt looten. Hä? Bisschen merkwürdig. Ich weiß auch, ist hier noch jemand? Gott. Ich habe 555 Schuss. Eine Weste. Okay, wir haben eine bessere. Da ist noch jemand gestorben. Ein Helm, sehr schön. Da sterben so viele Leute. Wer war die Sau? Bitte was? Ein Rubber Chicken? Ich habe ein Rubber Chicken mitgenommen.
Das ist ein Zombie. Oh mein Gott. Was war das denn? Oh mein Gott. Wie schnell man stirbt. Der ist gerade auf das Haus gesprungen und hat mich mit 3 Schlägen mit Schutzweste und Helm getötet. Ach du Scheiße. Was? Wie stark sind die denn bitte? Was? Hä? War das jetzt Zufall oder sind die so extrem stark, die Zombies? Man, ist klar, sie können nur Nahkampfschaden machen. Ich tippe mal drauf, sie können auch kein Auto fahren. Und sie können natürlich nicht schießen, ist schon klar. Aber sind die so stark? Ich hatte eine Weste, ich hatte einen Helm. Ich habe ein paar Mal gehittet, aber dann kam er hinter mich und er hat 3-mal geschlagen, der war tot, ne? Also ich glaube, da war, es sind so viele gestorben, weil die Zombies so stark waren. Eieiei, jetzt muss ich weiter ausprobieren. Aber das war mal die erste Folge. Wir haben den Zombie gesehen. Leider haben wir ihn nicht überlebt. Fuck. Wie gesagt, helft mir gerne. Schreibt in die Kommentare. Wie findet ihr die Zombie-Modus? Sind sie echt so stark oder war ich gerade einfach unglücklich? Ich habe keine Ahnung. Schreibt es unten rein oder ich bin gespannt, eure Meinung. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, das kleine Vorstellungsvideo bzw. das kleine Opening, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare gerne zum Zombie-Modus. Wir werden wahrscheinlich auch mal wieder mit anderen Leuten zusammenspielen. Ich habe noch gerade ein bisschen Zeitstress, deswegen ist eigentlich so einfach. Ja, ihr wisst, ich habe ja ganz, ganz viele Spiele auf meinem Kanal. Und das Ende des Jahres naht. Bald schon Silvester. Und ja, Leute, wenn ich es verpasst mit, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ganz wichtig, damit ihr gehört ihr zum Wehrmörchen-Community. Wir werden immer größer und mehr, also auf jeden Fall. Und unser Discord in der Videobeschreibung, mein Merch-Shop in der Videobeschreibung, der Twitch-Link in der Videobeschreibung und der Twitter-Link in der Videobeschreibung. Also einfach mal vorbeigucken. Seht auch gerne die letzte Folge an und bis jetzt beim nächsten Mal, Leute. Viel Spaß, haut rein und ciao.